Hallo und willkommen zu meinem neuen Video, diesmal mit dem Thema Anschluss und Installation meiner Hunter Steuereinheit und die Verbindung mit den Steuerventilen, mit den Magnetventilen für meine Beregnungsanlage. So, nachdem die Abdeckung abgenommen ist, werfen wir nochmal einen Blick in meinen Verteilerkasten. Da sieht man nochmal die drei Magnetventile, 1, 2 und die Nummer 3. Und zusätzlich aus dieser Perspektive auch das Leerrohr, aus dem jetzt mein Steuerkabel kommt, 7x075er Kabel. Und das Kabel selber besteht aus 6 schwarzen Leitern und einem gelb-grünen Leiter. Die schwarzen Leiter sind nochmal markiert, dass man sie nicht verwechseln kann. Sieht man hier, sehr schön von der Nummer 1 bis zur Nummer 6 durchgehend. Und das Grün-Gelbe, gut, das ist nur einmal vorhanden, spricht dann für sich. Die Magnetventile haben jeweils 2 Kabel. Einmal die Masse und einmal das stromversorgende Kabel. Und ich habe die Anschlüsse wie folgt gemacht. Ich habe jeweils ein Kabel der Masse zugeordnet. In dem Fall immer das rechte jetzt von meiner Perspektive aus. Diese Kabel sind gesammelt und landen dann alle, hier auf dieser Klemme. Das heißt, da gehen insgesamt 3-mal die Kabel rein und 1-mal das Kabel wieder raus. Das heißt, alle 3 Massekabel laufen dann über dieses eine gelb-grüne Kabel. Dadurch, dass die Steuerung nacheinander erfolgt, brauche ich jetzt auch keine Angst haben, dass das Kabel überlastet wird oder durchschmoren wird und ähnliches. Die stromversorgenden Kabel, also die linken Kabel jetzt in meinem Fall, die habe ich dann über diese Klemme einzeln angeschlossen. Na, man sieht dann hier 1, 2 und 3, ist nummeriert, geht dann jeweils in das Magnetventil über. Das Ganze dann hier drinnen eingepackt, also die sind nicht angeschlossen, da passiert auch nichts weiter. Und die Abdeckkappe noch drauf, um das Ganze dann vor den Wettereinflüssen zu schützen, auch noch erhöht, also das Ganze sauber verpackt. Das Steuerkabel selber verläuft jetzt, da ist es, durch die Erde hindurch. Hier zur Wand, da wo auch mein Wasseranschluss herkommt. Hier ist es, kleine Umdrehung mit drunter. Wenn ich dann nächstes Jahr hier weiterbaue, wird das Ganze noch ein bisschen verpackt. Koffer umgesetzt, dass das vor UV-Strahlung und ähnlichem geschützt ist, dass hier nichts weiter passieren kann. Geht dann hier durch die Hausmauer durch und wird drunter dann am X-Kursch Hunter Steuergerät angeschlossen. Da geht es dann gleich hin. Hier sieht man jetzt meine Steuereinheit von innen, den Hunter X-Kursch Steuercomputer, in meinem Fall für 4 Magnetventile, die er steuern kann, die er zulassen kann. Der Anschluss selber ist jetzt direkt im Keller, also auf der anderen Seite von dem Wasserhahn. Ich habe das Ganze hier in eine Gipskartonwand gemacht, dass man die Kabel schön nach hinten wegbringen kann. Und vom Anschluss her selber sieht man jetzt hier, ist die Abdeckleiste, da ist er, die praktisch die Kabel schützt. Die Kabel sind wie folgt angeschlossen. Wir haben den Stromanschluss und das sieht man schon sehr schön, 24 Volt. Das heißt, hier ist ein externer Trafo vorhanden, denn dieses Gerät, was ich jetzt hier nutze, ist ausschließlich für den Innenbereich zugelassen, weil hier noch ein separater Trafo am Stromkabel vorhanden ist. Mein Stromkabel selber wird hier in die Wand eingeführt, läuft dann in der Wand hinten lang, kommt dann da oben raus, geht dann direkt in den Trafo hinein, hier ist der Trafo, und in die Steckdose. Das bedeutet, dass ich jetzt hier unten 24 Volt anliegen habe, kann man nicht viel falsch machen. Gibt es kein links oder rechts, einfach anklemmen. Das Gerät für den Außenbereich hat keinen separaten Trafo, dort wird direkt 220 Volt Kabel angeschlossen. Da ist dann schon mehr Aufmerksamkeit erforderlich,
dass man sich da keinen Stromschlag holt oder Schlimmeres noch. Dann kommt als nächstes der Anschluss für die Batterie, beziehungsweise dahinter befindet sich die Batterie. Wenn ich nämlich den Strom kappe, also das Kabel zum Beispiel ziehe oder einen Stromausfall habe, greift in meinem Fall die Speicherung dann durch die Batterie, die die Speicherung aufrechterhält und ich dann nicht jedes Mal neu programmieren muss. Dann haben wir noch den Anschluss für den Sensor. Das ist für den Regensensor, wenn es draußen regnet, dass eben dann die Beregnungsanlage ausbleibt, weil Regen und dann zusätzlich noch bewässern, das ist ja nicht unbedingt jetzt sinnvoll. Und spannend wird es dann mit den nächsten vier Kabeln, die wir haben. Einmal das grün-gelbe und die drei schwarzen, 1, 2 und 3, die wir ja schon vom Verteilerkasten her kennen. Das gelbe, das Massekabel am Punkt C angeschlossen. Das versorgt praktisch alle drei Magnetventile. Hier ist ja der Verteiler angeschlossen im Kasten, der dann auf alle drei Magnetventile aufsplittet. Und Magnetventil Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und wenn jetzt der Impuls kommt, also Stromaufsignal an das Magnetventil, dann wird beim Ventil Nummer 1 praktisch dieser und dieser, diese beiden Kabel zu einem Stromkreis geschlossen. Das Magnetventil öffnet sich. Wenn der Rhythmus durchgelaufen ist und das zweite Ventil sich öffnen sollte, greift auch dieses Kabel, allerdings dann in Verbindung mit der Nummer 2. Und bei der Nummer 3 ist es natürlich dann genauso, dass dann auch dieses Kabel mit der Nummer 3 greift. Das heißt, unterm Strich brauche ich jetzt für drei Ventile keine 6 Kabel, wie man meinen möchte, sondern es reichen in dem Moment wirklich 4 Kabel aus. Habe ich jetzt 8 Ventile draußen, würden demzufolge auch 9 Kabel insgesamt reichen. Ja, und damit da keiner dran rumspielt, machen wir die Abdeckplatte wieder drauf und fertig.